Willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie! Wenn mich jemand fragt, Markus, welches ist eigentlich dein Lieblingsspiel of all time und ich mich wirklich für eines entscheiden muss, dann sage ich immer Banjo-Kazooie. Ja, warum ist das so? Nun, es war zum einen natürlich eine interessante Zeit. Nintendo 64, so viel Neues und wir hatten vorher schon jede Menge Spaß mit Super Mario 64. Und die Jungs und Mädels von Rare haben dieses 3D-Sammel-Jump'n'Run noch intensiver fortgeführt, möchte ich meinen. Ja, ich finde, Banjo-Kazooie ist auf seine Weise noch ein Stück besser als das legendäre Mario 64. Es war insgesamt frischer, bunter, hatte Dialoge, Story, Humor und wirklich anspruchsvolle und sehr schöne Welten. Klar, Mario 64 auch, aber trotzdem haben die das richtig gut hinbekommen und ich bin ein Riesenfan des inzwischen schon etwas klobig anwirkenden N64-Duos, das anschließend ja auch eine interessante Geschichte durchgemacht hat. Aber wir wollen ab heute wieder diese Perle spielen. Damals 1998 für das Nintendo 64 erschienen. Das hier ist das Remake auf Xbox 360. Ich glaube 2008 erschienen. Und 2009 gab es Banjo-Tooie auf Xbox Live Arcade. Ja. Die Xbox 360-Version ist eigentlich die N64-Version gar nicht mal groß verändert. Also ist alles dasselbe. Ein paar andere Texturen. Aber vor allen Dingen die Weitsicht 16:9 und so. Man sollte wirklich, wenn möglich, die HD-Variante spielen, es ist sehr ansehnlich. Auf dem Xbox One Game Rare Replay ist das Spiel auch genau so, wie es hier zu sehen ist, vorhanden. Ich freue mich drauf, ihr kennt das, 100 Puzzleteile. Also, wenn ihr es kennt, dann könnt ihr euch drauf freuen. Und wenn ihr es noch nicht kennt, bin ich auch ein bisschen einsteigerfreundlich. Lasst euch drauf ein, wenn euch Games wie Super Mario Odyssey gefallen, dann zieht mal den Vergleich zum Ende der 90er Jahre mit diesem Titel und einem legendären Duo und ach, es ist immer wieder schön. Denn das ist in der Tat nach 2010, das war mein zweites Let's Play ever, und 2012 nun das dritte Mal, dass ich Banjo-Kazooie Let's Play. Nehmt's mir nicht übel, aber das ist jetzt auch schon wieder 6 Jahre her und das ist mein Lieblingsspiel und ich finde, ich kann auch noch von der Grafik ein bisschen was rausholen. 2012 habe ich auch schon die Xbox 360-Version gespielt. Allerdings kann ich das noch ein bisschen optimieren. Ich glaube, hier hatte ich einen privaten Spielstand. Ja, ist eine neue Konsole. Ich habe von der alten Xbox 360 auf meine Slim rüber, deswegen sind die Spieldaten weg. Wir gönnen uns also Spielstand A und wir starten mit der Story und das auch nicht asynchron, wie es auf dem Emulator der Fall wäre. Unser Gegner ist die böse Hexe Gruntilda. Hier ist ihre miefige Hexenhöhle. Legendär epischer Soundtrack vom Komponist Grant Kirkhope. Dingbot, mein Kessel, sage geschwind, wer ist hier das schönste Kind? Was soll ich sagen? Selbstverständlich du, Gruntilda!
Weise gesprochen, schlauer Topf. Ich habe hier den schönsten Kopf. Ja, Spiel vorbei. Hetzig. Doch, da gibt es ein Mädchen. Das kann nicht sein. Niemand hier darf schöner sein. Toti ist so süß und klein. Sie ist die hübscheste von allen. Was? Du mieser alter Kessel. Ich mach aus dir einen Sessel. Toti ist nicht nur hübsch. Sie ist ein wahrer Engel. Merkwürdigerweise ist es doch asynchron. Da hatte ich was falsch in Erinnerung. Keine Ahnung, die Xbox 360-Version hat da wohl doch so seine Krankheiten. Dem Biest werde ich's zeigen. Und die Tutti, hier zu sehen, ist die Schwester von Banjo, dem Bären. Da ist auch schon unser Häuschen. Und Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Haben Maulwürfe halt so an sich, nicht wahr? Hallo Tutti, was hast du heute so vor? Sobald mein Bruder aufwacht, stürzen wir uns ins Abenteuer. Das bezweifle ich. Was meinte die eigentlich ursprünglich? Das Abenteuer entsteht doch erst dadurch. So, aber der ratzt noch. Liegt in den Federn. Wach endlich auf, damit das Spiel beginnen kann. Oh oh, oh oh. Aus Tutti mache ich Mäusefutter. Bald sieht sie älter aus als meine Mutter. Da interessiere ich mich auch dafür. Wie sieht Grundhildes Mutter aus? Ist das dein Bruder? Wo denn, Herr Maulwurf? Dort oben am Himmel. Sieht irgendwie komisch aus, was Bottles macht, aber es ist der linke Arm. Das glaube ich nicht! Du arme kleine Maus, dein Spielchen ist jetzt aus! Ah, du alte Vogelscheuche! Da hilft kein Gekratze, ich mach aus dir eine Fratze! Immer dieser Neid! Oh nein, die Hexe hat die Kleine entführt! Hilfe! Banjo, wach endlich auf! Aufwachen! Ja. Was ist denn los? Draußen gibt es Ärger! Ja, auch schon sehr... Ich sag mal, für damals war das auch relativ neu, diese ganzen Animationen, und das war so liebevoll. Heute natürlich kein Ding mehr, aber müsst ihr euch so vorstellen, vorher gab es Super Nintendo Games und ja, auch die Blümchen hier platt gedrückt. Wir gehen mal ganz kurz in unser Haus zurück. Und haben es hier ganz gemütlich. Da werden wir auch diesmal Sachen erledigen, die ich ungern gemacht habe früher und deswegen in den anderen beiden Let's Plays ausgelassen habe, aber diesmal nehme ich es auch ran. Na? Aber eins nach dem anderen. So, Bottles, was geht ab? Hi, ich bin Bottles, der kurzsichtige Maulwurf. Ich bin Banjo und das ist meine Freundin Kazooie. Komische Freundin, kann das Ding sprechen? Besser als du, Hasenhirn. Was war das für ein Lärm? Wo ist meine süße Schwester Tutti? Wer sagt denn das über seine Schwester? Die miese Hexe Gruntilda stach vom Himmel herab und hat sie entführt. Beruhige dich, Kleiner. Wir befreien Tutti. Wohin ist diese Hexe entflohen? Sie flog zu ihrer schaurigen Höhle. Das wird kein Ausflug, Freunde. Ihr braucht einige Lektionen, bevor ihr losziehen könnt. Wenn ihr Moves lernen wollt, drückt A. Wer schon alles weiß, sollte B drücken. Da weiß ich jetzt auch nicht. Sollen wir uns die Dialoge gönnen, oder? Ja, ist ein bisschen langatmig. Ich glaube, ich lasse diesmal das Training ausfallen und drücke B. Weil ich mache das immer gerne, die quatschen ein bisschen, aber sonst wird es ein zu langgezogener Einstieg. Wie ihr meint, ich gebe euch die ersten Moves mit auf den Weg. Wir sehen uns auf dem Spiral Mountain. Gut, ist ja auch nicht besonders viel. Also die meisten Moves bekommt man auch erst im Laufe des Abenteuers. Jetzt strohmann schon die ganzen Gegner hier rum. Topper, die Karotte. Ich bin eine leckere Honigwabe und stecke voller Energie.
Ja, unsere Energieeinheiten. Ihr seht, 5 Honigwaben stehen zur Verfügung. Das können wir erweitern mit leeren Honigwaben. Erst wenn wir 6 Stück haben, aber das erzählt uns jetzt, nicht wahr? Und man sieht's. Gestatten, Honigwabe. Sammelt 6 von uns leeren Honigwaben ein, um die Energieleiste zu erweitern. So, und hier im Tutorial in der Vorwelt Spiral Mountain, was ihr hier seht, das ist nichts Wirkliches, sind 6 leere Honigwaben versteckt. In den regulären Welten sind es 2. Also wenn man sich hier gut anstellt, findet man schon so allerlei. Springen auf den A-Knopf, in der Luft nochmal, dann flattern wir so und kommen da auch nicht nur an diese Honigwabe, sondern auch an das Extra-Leben. Das kann auch reden. Hallo, ich bin ein wertvolles Extra-Leben. Hier kann einfach alles reden, versteht ihr? Da hätten wir Collywobbel. Ein interessanter Gegner. Tauchen können wir ebenfalls. Und jetzt entweder mit A Banjos Füßchen langsam nach vorne bewegen oder mit Kesui schwupp, schwimmen. Gewöhnungssache, wie gesagt, N64 war damals alles neu und das... Ja, da musste man sich erst dran gewöhnen. So, der Z-Trigger wird auch interessant, dann ducken wir uns. Oder jetzt ist es halt Z, nee, LT auf dem Xbox 360 Controller. Dann drück auf den X-Knopf, beim N64 war es der B-Knopf. Führen wir dann die Pickparade aus. So heißt das. Okay, Nummer 5. Und hier oben hätten wir noch ein paar Kampfmoves gelernt. Das heißt, wenn wir einfach nur stehen und B drücken, gibt es den Bärenpunch. Im Rennen dann die Bärenrolle. Und die Pickparade, wenn wir das im Sprung machen. Und das war's auch schon. Ich glaube, wir können noch eine Kleinigkeit holen. Möchtest du ein bisschen anders? Ja, da ist ein extra Leben über Banjos Haus. Eben konnten wir nicht mal mehr richtig hochspringen. Weil, ja, wir das alles erst noch lernen müssen, Schritt für Schritt. Ich meine, das sind auch ganz lustige Dialoge, aber diesmal lasse ich es weg. Die meisten kennen es, ja. Wobei, ist es hier zu rutschig? Noch? Nee, es geht. Nicht, dass wir es bräuchten, aber ich sammle es mal ein. Das nächste extra Leben. Auch ganz nett mit dem Weg, also sowas unterschätzt man gerne, aber daran kann man sich gerade als Anfänger gut orientieren. Insgesamt ein sehr einsteigerfreundliches und kinderfreundliches Spiel. Hat mir damals unfassbar viel Spaß gemacht, alles rauszufinden. Und ja, Welt für Welt zu rocken, wie es nur geht. Ich kürze mal den Spiral Mountain hier ein bisschen ab, ist jetzt alles nichts Wildes, ne? Ihr seht, warum der Spiral Mountain heißt, ja? Und da geht's auch schon zur Hexe rein. Ihr seid also bereit, der widerlichen Hexe entgegenzutreten? Und ab! Wo geht es lang, Erdwühler? Hinter der Brücke liegt Grundhillas Reich. Wir sehen uns dort. Ich drücke euch die Daumen. Und die Musik wird bedrohlich. Wollen wir das wirklich tun? Schau euch diesen fauligen Zahn an. Abgebrochen. Zwischensequenz. Die gibt's selten, aber jetzt gibt's eine. Diese Maschine ist der Hit. Sie macht Tutti alt und ich werde fit. Lass mich in Frieden, du miese Hexe, oder mein Bruder wird dir in den Hintern treten. Sollte er sich zu mir wagen, wird er in die Flucht geschlagen. Los nun, Klungo, drücke den Schalter. Ich bin vergessen, mein Alter. Vor Pfeifern, alle Systeme sind aktiviert. Gleich geht es los. Banjo, Hilfe! Und wir haben quasi das ganze Abenteuer Zeit, um das zu verhindern. Kann man so sagen. Hurra, endlich ist es soweit. Bärenvogel, euch aus dem Kleid. Mario 64-Style-mäßig müsste man auch schon vermuten, dass es da reingeht. War aber erst in Banjo-Tooie der Fall, mehr oder weniger. So, unser erstes Puzzleteil. Die hießen hier auch noch Puzzleteile, nicht wie in den Nachfolgern Puzzlos. Juhu, ich bin ein lustiges Puzzleteil. Such ein Bild, in das ich hineinpasse. Ich frage mich echt, wie ich das eigentlich machen soll, wie ich die erste Welt im ersten Part noch komplett lösen soll. Ich weiß nicht, ungerne, ne? Ungerne.
Das ist jetzt die Oberwelt. Also in Gruntildas Reich gelangen wir in alle neun reguläre Welten und müssen uns immer weiter vorankämpfen. So, hier ist ein Gemälde und wir brauchen ein Puzzleteil, um das zu vervollständigen. Ihr habt ein Puzzlebild entdeckt. Stellt euch auf das Puzzlepodium und ich erkläre euch, was zu tun ist. Hau raus. Die Tür zur angezeigten Welt öffnet sich, wenn das Bild komplett ist. Das erste Puzzleteil haben wir bereits in der Tasche. Cool! Klasse. Drück A, um die Puzzleteile in die Lücken einzufügen. Drücke B, wenn du kein Puzzleteil einsetzen willst. Ja. Und so simpel gelangen wir zur ersten Welt. Geschafft! Das Bild ist vollständig und eine Tür zum Mambus Mountain geöffnet. Das war viel zu leicht. Noch habt ihr nichts erreicht. Wo sie recht hat, hat sie recht. Wir hauen in einem Part die komplette erste Welt zu 100% durch, weswegen ich jetzt ungern das noch betreten möchte. Also ein kurzer erster Part, aber ich hoffe, ihr freut euch drauf, genauso wie ich. Und ja, ich werde so genießen, mein Herz geht so auf. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!